Als dann vorlaufenden Kameras Trump so zu Macron hinging und ihm so ein bisschen die Schuppen so vom Anzug weggemacht hat. Ja, das war ja, eklig. Da stand Macron wirklich so ein bisschen da wie ein Schuljunge. Da hat er wirklich nicht gewusst, was er machen soll. Schade eigentlich, oder? Da habe ich wirklich gehofft, wenn er so ein bisschen schlagfertiger gewesen wäre, hätte er vielleicht direkt im Anschluss gemacht, ah, Donald, du hast da auch was. Guck mal hier, ne? Das wär, oder? Schade. Das wäre es gewesen, ja? Einzige, was noch eine bessere Reaktion gewesen wäre, wäre, guck mal, du hast da auch noch. Deswegen mein Tipp an Macron, nächstes Mal beim Staatsbesuch immer noch mal einen Kamm dabei haben, um notfalls so ein bisschen überzukämpfen. Wenn er das machen würde, dann würde er Präsident von Europa, das sage ich dir. Ach was, der Welt. Ja. Schade, schade, Chance verpasst. Aber es war ja schön, wie die beiden so zusammen diese Eiche gepflanzt haben, ja, oder? Das, oh ja, Bild. Da haben wir sogar ein Foto davon, haben Sie das gesehen? Das fand ich toll. Wobei ich sagen muss, ich finde, dass Brigitte Macron ein bisschen unglücklich dasteht. Ja, also ich mache ungern Witze über Frauen und schon gar nicht ältere Damen und auch gerade jetzt bei der MeToo-Debatte, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, auf Staatsbesuch, oder? Da muss man doch ein bisschen aufpassen. So ein Foto geht doch um die Welt. Was soll denn da die Botschaft sein? Der Mann, der pflanzt, die Frau bewässert oder was? Also ich bitte Sie, das geht doch nicht. Das geht nicht. Da muss man wirklich aufpassen. Ja. Ja, ich habe ja übrigens gelesen, die ganzen Produkte mit Trumps Namen drauf, die sind inzwischen Ladenhüter geworden. Ach, das wundert mich aber. Ja, also von 24 Firmen, die das im Sortiment haben, sind jetzt nur noch 2. Ja, wahrscheinlich muss er sein Sortiment, sein Merchandise-Sortiment erweitern. Ja? Ich meine, was würde für ihn passen? Das Allerbeste wäre natürlich, dass auch unser Vorschlag ein Trump-Mülleimer. Ja, der Trump-Trade-Eimer. Das ist super, da geht die Platte einfach hoch, wenn du da Der Pfiffi nach oben, eine pfiffige Idee. Ja. Und da geht eine Menge Müll rein, das kann ich Ihnen sagen. Ja, so viel Müll wie da geht in keinen Mülleimer mehr. Trump hat ja sogar gesagt, nach dem letzten Schulmassaker, also wenn er in der Nähe gewesen wäre, er wäre also selbst unbewaffnet in die Schule gegangen, hätte sich dem Täter gegenübergestellt. Und da muss ich also wirklich sagen, schade. Ja, das wäre es gewesen. Ja.